Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und heute gibt es für euch die neue Kings Loot Kings Box Pro für euch. Und ich würde sagen, ich mache sie gleich mal auf und wir sehen uns danach wieder mit den ganzen Items, die da drin sind. Und da bin ich nun wieder mit der Kings Box geöffnet. Ihr seht schon, das Thema diesen Monat war crazy. Die Spoilerkarte zeige ich euch noch nicht, das erste Item aber schon. Und das ist hier mal wieder eine. Da bleiben. Eine Tasse und diesmal zu Deadpool. Und das ist wohl wieder eine Heat Changing Mug. Wie ihr hier seht, so sieht sie kalt aus und so warm. Also vermutlich auch wieder nicht Spülmaschinen geeignet und Mikrowellen geeignet. Wie immer, hier habt ihr sie dann, die Tasse. Hier sind Comicstreifen drauf, die werden dann farbig. Wenn ihr da warme Flüssigkeit einfüllt, hier steht es auch wieder. Nicht Spülmaschine, nicht Mikrowelle. Also eine sehr schöne Tasse. Deadpool. Allerdings halt nichts für Leute, die nicht handspülen wollen. Dann haben wir hier als nächstes einen Mini-Würfel zu 25 Jahre Simpsons. Das sind wohl die Items, die man da draus ziehen kann. Wir schauen mal, was wir da drin haben. Geh auf die Kiste. So, ein Blindbag. Machen wir auch auf. Ein Schlüsselanhänger. Und zwar mit Squishy. Also den Getränk, das man sich kaufen kann bei den Simpsons. Müll gleich mal ins schwarze Loch. Nein, Schlüsselanhänger legen wir mal hier mit her. Dann das nächste Item. Ah, bin ein bisschen verschnupft, sorry. Und nein, es ist nicht gewisse Corinna. Wir haben hier ein Harley Quinn Licht. Das wohl die Harley Quinn leuchtet. Collect them all. Also es gibt noch einen Joker. Auch wieder vom Paladon. Also Lampen hat man in letzter Zeit genug gezogen aus den Boxen. Ich würde sagen, es dürfte mal wieder gut sein mit Lampen. Es dürften auch mal wieder andere Artikel drin sein. Dann haben wir hier als nächstes. Machen wir das oder machen wir das? Ah, wir machen erst das. Und zwar haben wir hier von CrewMX eine Q-Fig, und zwar den Loot Crate Exklusiv Deadpool, den grauen. Ich hole ihn euch mal aus der Packung, dass wir uns den mal anschauen. So. Nochmal mit Klebeband zusammengeklebt, okay. Jetzt haben wir. Also hier mit seinen zwei Katanas in Grau, Weiß, wie er hier von der Explosion wegfliegt. Sehr schön gemacht. Sieht auch sehr gut aus. Das wäre wieder einer, den Mama hier etwas anbohren kann. Dafür. Und vielleicht eine LED reinsetzen, eine stärkere, dass das ein bisschen leuchtet. Wird vielleicht schöner ausschauen. Es gibt ja auch beleuchtete Figuren inzwischen von Q-Fig. Das nehmen wir mal hier rein. Dann haben wir hier noch einen Sticker mit tanzenden Skeletten. Kings Loot exklusiv, also ein Sticker. Und der Sticker hat das Motiv, ja super, der hat das Motiv jetzt gespoilert, das auf den T-Shirt drauf ist. Ein schwarzes T-Shirt mit dem gleichen Motiv wie der Sticker hat. Hier. Ja, und dann war es das aber auch schon mit der Box wieder. Das T-Shirt kann man anziehen, sieht sehr nice aus. Aber ich finde es halt etwas merkwürdig, dass der Sticker es gespoilert hat. Vielleicht sollte der Sticker das Bild haben von der letzten Box. Aber naja, ist ja egal. Ich würde sagen, wir schauen mal auf die
Spoilercard. Wir haben hier den Schlüsselanhänger, der war dabei. Augenblick. Die Tasse war dabei. Das Pro-Item war die Deadpool Q-Fick. Dann haben wir hier die Lampe dabei. Den Kingsloot Exklusiv Sticker und das Kingsloot Exklusiv T-Shirt. Also wir haben alles drin gehabt. Das Legend Items, oder besser gesagt die Legend Items, wären ein Rick and Morty Türklopfer gewesen. Und Call of Duty, die Monkey Bomb Wecker. Könnte man auch für Fallout nehmen. Das hat zwar dann keine Bombe hinten drum, aber da gibt es auch so einen Affen, der dann Alarm schlägt. Das nächste ist dann Power hoch 2. Bis zum 31.05. bestellbar. Ja, ist schon vorbei. Die Box kam leider gestern erst bei mir. Und dann war es das aber auch schon wieder mit der Kingsbox. Dann könnt ihr mir natürlich wie immer eure Meinung zu der Box unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt den Like-Button. Wer es noch nicht ist, darf gern abonnieren. Und ich bedanke mich wieder für euer Zusehen. Sagt tschö und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.